Arbeit, Feigling! Onkel, ich komme! Jin, schnell! Samurai, nochmal! Onkel! Ich wusste, ihr kommt, mein Junge. Euer Vater wäre stolz. Ich bin euer Diener, mein Herr. Wir müssen weg. Noch nicht. Kotun Khan marschiert nordwärts nach Toyotama. Er hat Wachen hier gelassen. Keine echten Gegner. Für zwei Samurai. Ich habe Verbündete dabei. Wir erobern die Burg zurück. Man wird unseren Sieg besingen. Kommt! Befreien wir den nördlichen Hof von den Eindringlingen. Fürst Sakai, wir locken sie zu uns. Ich bin bei euch. Sensei, Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Mit der Hilfe eures Neffen. Er bestand darauf, euch befreien zu können. Ich hielt es für unmöglich, aber ich bin froh, dass er recht hatte. War nicht das letzte Mal, Sensei. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Zu viele Freunde sind gestorben. Und Familie. Fürst Adachi starb ehrenvoll, Fürstin Masako. Nun rächen wir ihn und all die gefallenen Krieger von Tsushima. Es kommen noch mehr. Wir stellen uns entgegen, gemeinsam. Für die gefallenen Krieger von Tsushima! Lass niemand in dein Kopf! Hör dir gut! Und schießt auf sie, Sensei Ishikawa! Wir geben uns davon! Gut gekämpft! Ihr alle! Geschafft! Die Burg gehört uns! Mein Fürst, ihr habt uns zum Sieg geführt. Mit eurer Hilfe, Jin. Gemeinsam brechen wir ihren Kampfgeist und werden Kotun Khan in die Knie zwingen. Wir gewinnen diesen Krieg als Samurai!
Eine beeindruckende Burg. Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Eure Leute sind müde, hungrig, frieren. Öffnet das Tor und rettet sie. Ihr verspracht Essen für meine Männer. Verdient es. Dein Onkel sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Rio so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Fürst Shimura ist im Hauptgebäude. Willst du Tsushima noch immer verlassen? Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Du hast deinen Onkel, Jin. Du brauchst mich nicht. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Seid gegrüßt, mein Herr. Wie kann ich euch helfen? Bis bald. Ich bringe eine Opfergabe für euer Wohlergehen. Viel Glück mit deinem Onkel. Jin, ihr seht gut aus. Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo, spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal. Impulsiv. Ohne Ehre. Ich tat, was ich musste. Für euch. Ich weiß, Jin. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Doch folgt diesem Weg nicht mehr weiter. Ganz Tsushima braucht unsere Führung. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Als Samurai. Was ist mit Yuna? Sie rettete mich und half euch zu retten. Dafür will sie nur eine sichere Fahrt zum Festland. Sobald das Meer wieder frei ist, gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel.
Wir reiten diese Stunde. Ja, Fürst Shimura. Ich muss nach den anderen sehen. Was sagte dein Onkel? Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit. Typisch Samurai. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. Wir reiten nach Toyotama, Fürst Sakai. Die Brücke ist kaputt. Doch die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Hier lang. Onkel, verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Was für ein Mann ist der Khan? Eine schlaue Bestie. Aber ich kenne solche Männer. Nur Ehrgeiz und keine Ehre. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Eroberung unseres Festlandes helfen. Er bot mir Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen? Für diese Anmaßung allein werde ich ihn töten. Erzählt mir von der Frau, die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Wir können niemanden abweisen, der bereit ist, uns zu unterstützen. Unser Sieg hat keine Bedeutung für sie, nur ihre Belohnung. Uns stehen schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Ihr habt meine volle Unterstützung. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz Tsushima einten. Wir müssen dem Volk zeigen, dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun. Riecht ihr das auch? Verbranntes Holz. Und Menschen. Monster. Im Süden haben sie auch Gehöfte geplündert. Aber nie so. Das ist die Rache des Khans für meine Flucht. Wir müssen alle übrigen Höfe retten. Ohne sie überleben wir den Winter nicht. Ich sorge dafür. Was haben sie getan? Eine Mongolenpatrouille! Meld sie nieder! Tür! Polizei!
Kübe! Sie sollen das Volk im Norden zerfleischen. Kage! Die Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Flamme, zeigen dem Khan, dass wir kommen. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Es kommen noch mehr aus den Toren. Go!
Sie laufen! Gut gekämpft! Sie verdienen Schlimmeres. Verstärkung! Sie wollen uns einkesseln. Ein Kriegstrupp hinter mir. Sie haben Sprengstoff. Machen wir es uns zunutze. Nehmt euren Bogen. Nehmt sie nieder! Tötet sie alle! Hugo! Also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm! Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Und den Khan, dass wir ihn holen kommen. Gut, dass du hier bist, Yuna. Ihr erwartet eine wirkungsvolle Ablenkung. Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Wir brauchen mehr Krieger wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden, müsst ihr wohl möglich zuerst euren Horizont erweitern. Wir haben beim Leuchtturm zu tun. Sagt, was ihr wollt, und dann geht. Yarikawa hat viele Krieger, sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Lerntet ihr dort das Stehlen? Yuna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Sie kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn. Helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Warte auf mich in Alt-Yarikawa. Danke, Jin. Wir sollten unsere Botschaft schicken. Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen. Als ehrenhafte Samurai. Kehrt heim und holt die Rüstung eures Vaters. Rekrutiert die Bauern von Yarikawa. Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland?
Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Omugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Bringt ihn zu mir in unser altes Jagdlager. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Ich darf euch nicht verlieren. Wir befreiten hier einen mongolischen Gefangenen. Einen Kriegsmönch. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch? Ich gehe zu ihm.